Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Forspoken. So, ich wollte ja zum Bodo-Dingsbums gehen. Gut, das nehmen wir mit. Das nehmen wir natürlich mit. So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo ich hier runterkomme, ausgeht. Out. Kann man nicht mitnehmen. Dort vorne ist unser Ziel. Ja, ja. Nein, nein. Ich will erst hier lang. Oh. Aber ich muss doch da rüber. Muss ich hin? Mann, oh! Zack, 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 hier gleich überhaupt voll in die Action rein. Weg, du kleines Kriebelvieh. Zeit. So. Haben wir dies. Noch eine Kiste mitgenommen. So, und jetzt gehen wir zum Fotopunkt. Sind gleich da. Foto machen. Na schön, dann knipse ich mal schnell. Nach oben? Nach drüben? Nach unten? Fertig. Das muss reichen. Das ist eine Kiste. Die große Kiste nehmen wir natürlich mit. Also, ja. Schau mal rein. Alte Münzen. Sollen wir hier noch mehr? Ja, da liegt noch was. Nemo. So, jetzt müssen wir zum nächsten Punkt. Dann würde ich sagen, dort der, ne? Und los. Weiter, weiter, weiter. Keine Müdigkeit, Torschützen. Hallo, Prinzessin. Das heilt sich selbst. Das heilt sich ja nicht. Überhaupt nicht geheilt. Bist du dumme Kuh? Oh!
Feuer ist anfällig, okay? Das Ding plant wohl seinen nächsten Schritt. Das war's. Wo ist die Truhe? Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Ah, das ist mir schon klar. Hier ist eine Kiste. Was mir gerade einfällt, so nebenbei, Ray muss ja definitiv gegen Ralph antreten, ne? Kommt sie gar nicht rundherum, oder? Wenn ich das jetzt alles so richtig mitgeschnitten habe. Mal. Gut, ich denke mal, das war's hier. Denn dann müssten wir. Ach, dort oben liegt was. Ich würde aber gerne noch die Dinger dort fertig machen. Die Zuflucht werden wir jetzt besuchen. Sind wir endlich da? Nicht mehr weit. Es ist auch nicht mehr weit, aber ich will das trotzdem alles noch fertig machen. Haben die Zuflucht erreicht. Hallo Miezis. Ihr Süßen. So. Relevante Orte bereits entdeckt. Okay. Hier können wir erstmal die eine Aufgabe Interessantes. Abschließen. Wir haben ja hier, genau. Und Bamsi. Zauber, Seifenschuss, Stufe 1, abgeschlossen. So, kann ich das eigentlich auch bei der machen? Tatsache, guck mal hier. So. Darauf solltest du dich gut vorbereiten. Ja, ja. Dann düse ich jetzt mal weiter. Und zwar erstmal zu dem... Oh, hier ist eine Kiste. Ist gut. Den nehme ich doch glatt mit. So, oh je, das ist. Oh, das ist aber hoch. Es ist aber hoch. Und zack. Das hilft nicht viel. Ja, das schaffen wir genauso gut. Wir haben nicht 4 HP, da geht das. So, hier und hier noch einer. Und oh, sei doch still jetzt, Frey. Die Wäsche angezündet. So, wo wollte ich hin? Zu dem Tierchen. Oh. Für mehr Miezis haben. Unten.
Plus gedrückt halten. Nee, das. Ah, dieser Schwarz? Komm hier nicht auch? Ich komme hier nicht hoch, ich muss von der anderen Seite ran. Ja, das war armselig. Arschloch. Ich kam da nicht hoch. Verarmte. Jetzt Schwein. Entschuldigung. Wir haben einen neuen Freund. Wir haben einen neuen Freund. Oh, brave Mietzi. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Mhm. Wir nehmen alle Mietzis mit. Mal sehen. Ich glaube, ich habe bei den Brenners bestimmt die eine oder andere vergessen. Aramak, eine von Thunderbrass Vertrauten. Sie scheinen keine Angst vor dem Bruch zu haben und tapst üblicherweise sachte in Avoalet herum. Früher suchte Aramak an Tatorten nach Beweisen für Brass Gerichtsverhandlungen oder Verfahren. Bei ihren Untersuchungen ging sie stets zurückhaltend vor, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist nicht ganz klar, inwiefern das nur eine Maskerade war oder doch ihrem Naturell entsprach. Selbst Brav konnte sie schwer einschätzen. Oh, neue Mütze. Nun müssen wir jetzt da hoch. Jetzt hier abgeschlossen, jetzt geht's ins Labyrinth. Ihr wollt alles, ihr kriegt alles. Oh, Moment, ich brauche mal Blut. Sehr schön. Daran kann ich vielleicht zeigen, was ich drauf habe. Dein Enthusiasmus ist lohnenswert. Und los. Sollten wir noch schaffen. Bin ich zuversichtlich. Gehen wir auf Schatzsuche. Hier gibt's sicher einen Schatz. Hoffentlich glänzt er richtig schön. Hey, kommt schon her. Oder habt ihr Angst? Aufstehen! Wie es gemacht wird. Ganz gleich. Ist aber überhaupt nicht. Wo lang? Jetzt. Solange du dich nur schnell entscheidest, ist mir alles recht. So, laut dem Ding. Ich glaube, ups, egal, oder? Okay, ich glaube, hier müssen wir lang. Oh.
hier hoch geht das. Okay. Und wir müssen aber hier runter. Gut. Prima. Prima. Ach, das nenne ich Glück. Speicherpunkt und eine Kiste. Warte. Kurz überfordert. War ich kurz überfordert. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben es offen. Was haben wir hier? Alte Münzen. Mal gucken, wo wir die loswerden. War nicht so richtig, was wir damit anstellen sollen. Nehmen wir jetzt die Ehrenfutter. Hoppala. Und los. Und bams. Hallo? Also los. Diese Begeisterung. Ja, du Tollste. Denk immer, ich habe noch die andere Magie ausgerüstet, der ich ja auch frontal gehen kann. Aber okay. Du solltest Schlägen in nächster Zeit ausweichen, wenn es geht. Oh je. Okay. Ah, tatsächlich? Du blödes Vieh. Du bist der Letzte. Alles klar. Armor genug. Armor genug. So, von da bin ich gekommen, da soll ich lang, also gehe ich da lang. Wuhu! So. Das wäre nicht Glück. Sammeln wir natürlich alles ein. Schauen wir mal. Gibt's noch mehr? Eine Kiste? Langweilig. Eine Kiste? Na gut. Hey. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Und zack. Umgetänzel. Und zack, wir sind da.
nächste große Monster. Oh, Wasser. Brauche ich Antimagie. Proto-Dinosaurus. Der Kerl sieht knallhart aus. Ich fürchte, da muss ich dem beipflichten. Eigentlich gar nicht geplant, dass ich hier reinfalle. Ich dachte, sie steht da drauf. Ich treffe den ja überhaupt nicht. Ah, jetzt. So. Hallo? Oh. Jedes Mal damit beschäftigt bin, dass man an das Vieh ranzukommen, das ist ja unnötig. Habe ich das da jetzt mal Attacke gemacht? Ach nö! An den Rand. Und das stört mich am meisten gerade. Hopp, auch. Hallo? Nö. Von hinten. Soll ich denn an dich rankommen, Junge? Er ist kacke. Der ist ja doof. Hab's gleich. Alter Falter. Der ekelhaft nervig. Soll ich das mitnehmen, wenn du es kannst? Eule. Okay, kannst du nicht. Gut, ich hab nichts gesagt. Zap, zap, wir sind gleich da. Oh, naja, haben wir wieder ein bisschen überzogen. Aber das ist nicht so schlimm. Machen wir jetzt noch fertig. Ist kaputt. Noch so ein Altarding. Was anderes haben wir hier drin nicht, ne? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit... So, uralter Altar, Inschrift 4. An alle jene, die Evia dienen wollen. Obwohl Susurus geschwächt war, war er noch nicht zerstört. Ich hielt ihn gefangen, damit die Menschen mit dem Wiederaufbau beginnen konnten. Ich reparierte ihre Mauern und heilte ihre gebrochenen Knochen. Es dauerte nicht lange, bis sie mich Tanta nannten.
Die erste Tanta klingt wie eine Visionärin. Ja, wie sie die heutigen Tantas wohl finden würde. Ah, ist schwierig, ne? Abgeschlossen. Ui. Ein uraltes Schmuckstück, das tief in den Verlies verborgen lag. Hulde. Bewirkt, dass Todesstöße die Schubmagie aufladen und bei voll aufgeladener Schubmagie lassen sich Gegner leichter zu Boden stoßen. So, aber wir haben das Labyrinth geschafft und ich werde mich für heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf morgen, auf die neue Folge von Forspoken, denn da geht's weiter. Bis dahin, ciao!